Elder Scrolls ist die wohl beliebteste Open-World-Rollenspielserie der Welt. Warum ich sie liebe, verrate ich euch in dieser Folge der Serienliebe. ...1994 war Arena das erste richtige Open-World-3D-Rollenspiel und seitdem gab es etliche Hauptteile und, hier gerade zu sehen, Elder Scrolls Online. Was die Serie super macht, das ist just diese große offene Welt. Allerdings braucht man so ein bisschen Kopfkinobereitschaft, um dann auch eine Geschichte darin zu erleben, statt nur einzelne Quests. Ich möchte in diesem Report die Serie in ihren Hauptteilen besprechen und wo das spielt auf der Fantasy-Welt Tamriel und was so die jeweiligen Highlights waren, was vielleicht das Genre weitergebracht hat, was auch Änderungen waren zu den vorherigen Teilen. Ja, und der erste Arena kann gleich mal für sich beanspruchen, das von den Provinzen her größte Elder Scrolls der Hauptserie zu sein. Erst ESO hat dann wiederum ganz Tamriel als Spielfeld entdeckt. Die Story dreht sich um einen üblen Magier namens Yagatarn. Der hat den Kaiser Uriel verbannt und übernimmt seine Identität. Und wir sollen, um die Welt zu retten, die Teile des Stabs des Chaos finden. Allerdings gibt's keine richtige Quest, sondern ich habe immer so lose Infos, wo ich hin soll, rede da mit jedem und wenn ich Glück habe, kriege ich halt den Hinweis auf den nächsten Ort, wo ich mit Leuten reden kann oder sogar mal so ein Stabteil. Also da ist noch nichts so mit Quests in Arena. Dafür gibt's eben die erste richtige Open-World-Oberwelt in 3D eines Rollenspiels. Und auch wenn diese Welt, sobald man vor allem aus den Städten mal raus ist, ziemlich trist ist und leer, ist es doch damals ein echter Hingucker geworden, gerade wenn's schneit. Und es gibt auch ein paar lauschige Stellen zu finden, wie hier. Aber was es kaum gibt, das sind Gegner in der Open World oder gar diese Questmarker-Überflutung, die es dann spätestens ab Oblivion gab. Eine Komfortoption, die das Spiel sich allerdings aus Ultima Underworld 1 geklaut hat, das ist das Beschriften von Karten. Also ich kann an jeder Stelle meinen Federkiel ansetzen und da eine Nachricht hinterlassen. Praktisch. Die Weltkarte enthält, wie gesagt, alle 9 Provinzen, aber man kann nicht so wahnsinnig viel drauf machen. Man klickt auf eine Provinz und dann hat man nochmal diese Detailansicht und da halt verschiedene Dörfer und Burgen oder auch Städte. Aber die sind unglaublich generisch und man reist im Prinzip nur per Schnellreise zwischen diesen einzelnen Punkten. Und es macht auch nur Sinn, irgendwo hinzuspringen, wenn man weiß, da wartet was auf mich, weil sonst sucht man sich schlichtweg in der riesigen Einöde zu Tode. Die Dungeons sehen im ersten Serienteil noch alle ziemlich gleich aus, aber darin kommt das Action-Kampfsystem gut zur Geltung. Das besteht aus Schlagen von oben nach unten oder seitlich, viel mehr gibt's nicht. Beim Zaubern muss man halt in dieser Liste anwählen und den dann loslassen, aber dass das halt so in Echtzeit funktioniert mit stufenloser Bewegung, macht die Erfahrung schon sehr schön und auch wenn die Ultima Underworld sicherlich die bei weitem besseren Dungeons hatten, hier ist das Fenster, das Grafikfenster sehr groß und es ist halt nur Teil des Gesamtspiels, es gibt ja noch die gesamte Oberwelt dazu. Und obendrein gibt's ein solides Charakter- und RPG-System mit zig Klassen, Rassen, Attributen und vor allem viel Ausrüstung. Ursprünglich sollte laut Game Designer Vijay Lakshman die Spielwelt von Arena nach und nach durch zusätzliche Module erweitert werden, zum Beispiel durch Daggerfall, das wir hier sehen, die Stadt Daggerfall. Und diese Module hätten dann halt eigene Geschichten und mehr Details mit sich gebracht. Die Idee wurde verworfen, es gab dann klassische Hauptteile plus Add-ons. Ich weiß noch, dass mich Arena einige Stunden extrem fasziniert hat, bevor mich dann die Leere der Spielwelt und ihre generische Machart angefangen haben zu langweilen. Aber ein trotzdem guter Erstling und der Wegbereiter für Daggerfall. Und obwohl das nur in der Stadt Daggerfall, der umliegenden Provinz Hochfels und ein wenig im Norden von Hammerfall stattfindet, also deutlich kleiner wirkt als noch die 9 Provinzen in Arena, ist es in Wahrheit das größte
Elder Scrolls Spiel, wenn man einfach mal die fast 500.000 Quadratkilometer Fläche nimmt. Zum Vergleich, Deutschland hat so, keine Ahnung, 350.000 Quadratkilometer. Aber es ist natürlich wieder sehr viel, oder eigentlich 99,9% des Spiels generisch. Immerhin, die Grafik wurde verbessert in Daggerfall. Wir haben jetzt kleine Hügelchen und kleine Senken, das wirkt nicht mehr wie eine Landebahn. Und auch die Bäume sehen ein bisschen schöner aus. Insgesamt hat sich doch da einiges getan. Die Städte wirken angenehm belebt, aber wenn man sich dann vor Augen hält, es sind wohl 750.000 NPCs in 15.000 Dörfern, dann ahnt man, ach, vielleicht ist nicht jedes einzelne dieser 15.000 Dörfer von Hand kreiert. Und insoweit teilt Daggerfall das größte Problem, das schon Arena hatte mit seinem Vorgänger, die Beliebigkeit, das rein generische. Zudem war es eins der verbuggtesten Spiele, die mir je in meiner Karriere untergekommen sind. Und die dauert jetzt schon ein paar Jährchen. Ich gehe aufs dritte Jahrzehnt zu. Ich hatte das zweifelhafte Vergnügen, das damals für PC Player zu testen. Und es war wirklich unglaublich, was da alles in der Release-Fassung nicht geklappt hat. Und es gibt noch die schöne Anekdote des damaligen Publishers Virgin. Das hat mir damals ein Mitarbeiter verraten, dass das aus den USA extra angereiste Übersetzungsunterstützungsteam irgendwann die Lust verlor, ob der Aufgabe, die vielen hunderttausend Worte da zu übersetzen, mit irgendwelchen Deutschen, schätze ich mal, zusammen, und eines Morgens nicht mehr da war. Man ist dieses Mal im Auftrag des wieder als Kaiser eingesetzten Uriel Septim, dem Siebten, unterwegs und fragt sich mit diesem zusammen, warum der Geist des verstorbenen Königs Lysandus die Stadt Dolchsturz, also Daggerfall, unsicher macht. Und man muss den magischen Riesenedelstein Mantella finden. Und je nachdem, wem man dann diesen Mantella aushändigt, also Uriel oder einer der anderen Parteien, gibt's dann ein eigenes Ende. Neben der deutlich aufgehübschten Grafik und einem überarbeiteten Interface und abwechslungsreicheren Dungeons gibt's auch unter anderem mehr NPC-Interaktion. Man kann jetzt rechts oben in dem entsprechenden Menüfenster sich zwischen höflich, normal und blunt, also direkt, entscheiden, wenn man mit denen redet, und so unterschiedliche Antworten herauskitzeln. Auch der eigene Ruf spielt jetzt eine Rolle bei den Gesprächen und ob man wichtige Tipps bekommt. Die Weltkarte sieht ganz schmuck aus. Wie gesagt, es geht ja dieses Mal nur um anderthalb Provinzen, in denen das Spiel stattfindet. Dann gibt es auch wieder so eine Nahansicht. Man muss wirklich pixelgenau klicken, wenn man irgendwo hin möchte. Dann kann man theoretisch an jede Stelle der Karte wirklich schnell reisen. Im Prinzip ist es wie im ersten Teil, man benutzt entweder die normale Schnellreise oder von Hafenstädten aus die Schiffsschnellreise, die teurer ist, aber einfach flinker vonstatten geht, und geht zu dem Ort, wo man einen Tipp bekommen hat, da ist was. Man kann übrigens sogar ein eigenes Schiff kaufen und auch ein eigenes Haus, beides dient dann quasi als Ablagefläche, und mit dem Schiff kann man dann ohne zu zahlen schnell reisen, aber A, ist das sehr teuer alles, B, gab es auch da wirklich krasse Bugs. Also ich habe mich relativ früh in den Besitz eines Schiffs gebracht, obwohl das sauteuer ist, glaube 300.000 Gold oder so, indem ich einfach in einem Shop, die man eigentlich nachts nicht betreten darf, kurz vor Ladenschluss quasi reingegangen bin und einfach gewartet habe, und dann wird's Nacht und der Händler war nicht mehr da und ich konnte die ganzen Regale ausplündern und das dann wieder teuer verkaufen, hat keinen Menschen gestört, dann habe ich das Schiff geholt und dann hat mich aber auf meinem eigenen Schiff ständig, haben mich irgendwelche Wachen angegriffen, weil das halt ein Bug war und die gar nicht kapiert haben, dass es mein Schiff war, und wirklich ganz schlimmes Zeug. Heute lache ich drüber, damals hat es den Test wirklich zur Qual gemacht. Daggerfall war halt vor allem beeindruckend groß. Allein schon so eine Stadtkarte, wo ganz wenige Gebäude irgendeinen Sinn erfüllen, da musste man sich schon anstrengen, die abzusuchen. Und es gab auch etliche Neuerungen, zum Beispiel verschiedene Schlagangriffsrichtungen, links, rechts, schräg. Man musste jetzt auch so rudimentär, ich glaube mit Einfügungen entfernen, den Kopf heben und senken, um zum Beispiel eine Ratte zu treffen. Es gab zwei Interface-Modi, die eine hatte halt so Buttons und einen komischen Kompass, der wie eine Uhr aussah, und das andere hatte nur so eine schmale Leiste unten, man hatte viel mehr Grafik und der Kompass wurde mit North, East, South, West gezeigt, was viel praktischer war. Die Dungeons hatten nun auch Treppen zu höheren Ebenen oder tieferen. Was noch richtig nervig mir in Erinnerung geblieben ist, das ist das Rennen per gedrückt gehaltener P-Taste, wo man dann zusammen mit den Pfeiltasten. Uiuiuiui.
Ihr merkt schon, meine Seelenliebe hat auch mit Daggerfall noch nicht so richtig begonnen. Aber dann kam das erste richtig gute Elder Scrolls, Morrowind. Mit dem neuen Lead-Designer Todd Howard machte Teil 3 einen spielerischen Qualitätssprung. Das war auch bitter nötig, denn Bethesda war in finanzielle Schieflage geraten und von ZeniMax Media gekauft worden. Das Projekt Morrowind stand auf der Kippe, zeitweise arbeiteten nur noch 6 Personen daran. Doch es ging alles gut. Die Provinz Morrowind besteht aus dem grob V-förmigen Festland und der davon umschlossenen Insel Vardenfell, spielt aber nur auf letzterer. 2 Add-ons besuchen dann später 2 weitere Inseln der Provinz. Wir erhalten erstmals in der Seriengeschichte echte Quests. Zu Beginn erledigen wir Aufträge für einen gewissen Cassius Cosades und werden dann in die Haupthandlung eingeführt, die sich um die Aschländer-Elfen und den Halbgott Dagoth Ur dreht und um die 7 Prüfungen des Nerevars. Kaiser Uriel Septem hat uns als einen unwissenden Agenten entsandt, um den Halbgott zu besiegen. Zum Showdown geht es in dessen Festung auf dem roten Vulkan in der Inselmitte, der wiederum von der Blight umgeben ist, einer lebensfeindlichen Einöde. Und dort hausen die Aschländer, die unterdrückten Ureinwohner Vardenfells. Der Grafiksprung von Daggerfall zu Morrowind war noch größer als von Teil 1 zu 2. Die Welt hatte endlich richtige Hügel und Berge, dazu kamen überzeugende Wettereffekte wie Gewitter. Noch heute stellt die Titelmusik einen absoluten Ohrwurm für mich dar. Aber bleiben wir bei der Welt. Von außen nach innen trifft man erst auf Dschungel und baumartige Riesenpilze, danach folgen Pilzbiome mit Basaltsäulen und zum Vulkan hin kommt dann die erwähnte Einöde. Erstmals simulieren Shader Spiegelungen im Wasser, was damals ein echter Hingucker war. Die Weltkarte wird nur klein eingeblendet als ein Fenster oben rechts, sie war wieder umschaltbar zwischen lokaler und Provinzsicht. Erstmals bewegte ich mich per WASD-Steuerung statt Pfeiltasten, erstmals durfte ich, juhu, springen. Die Skills verbesserten sich wieder durch Benutzung, draufgesattelt wurde aber ein kompliziertes Level-Up-System. Abhängig von der Zahl der Skillerhöhungen und welchen Major und Minor Attributen diese Skills zugehörig sind, erhielt man beim Level Up bis zu 3 Multiplikatoren mit je maximal 5 Bonuspunkten auf das entsprechende Attribut. Um effizient zu leveln, musste man also teilweise sehr gamey spielen und gegen die eigene Intuition, oder man pfiff darauf und lebte halt mit weniger effizienten Level-Ups. Das Action-Kampfsystem bestand immer noch im Wesentlichen aus wildem Herumhacken, aber immerhin konnte man das jetzt auch gut in der Third-Person-Sicht spielen. Erstaunlich dabei eigentlich, dass es neben der bekannten Erkrankung Tennisarm nicht auch das Krankheitsbild Elder Scrolls Handgelenk gab. Ich erinnere mich noch gut an die größte Stadt Vardenfells, Vivec, mit ihren 9 großen Stadtteilblöcken und den unweigerlichen Bethesda-Ladepausen zwischen Korridoren oder beim Betreten größerer Räume, ein furchteinflößendes Labyrinth. Man konnte bei diversen Häusern und Gilden Mitglied werden, also bestimmt über einem Dutzend. Man musste zu bestimmte Attributsvoraussetzungen erfüllen und konnte sich dann so hoch dienen in den Rängen. Man konnte in der Magiergilde eigene Zaubersprüche kreieren, also aus diversen Effekten und Auswirkungen und Radien. Aber es hatte keinerlei spielerische Auswirkungen, wenn man beispielsweise Chef der Imperialen Legion wurde. Die NPCs sprachen einen danach nicht einmal mit Herr General oder so etwas an. Ich habe Morrowind vor allem aufgrund seiner guten Geschichte und den jetzt erstmals auch wirklich eingebauten Quests mit großer Begeisterung gespielt. Nur die Add-ons, Tribunal und Bloodmoon, die habe ich ausgelassen. Ja, und dann kam das vorläufige Highlight der Serie, The Elder Scrolls 4 Oblivion. Und das spielt in der zentralen Tamriel-Provinz Cyrodiil. Und zwar bis zur Grenze von Schwarzmarsch bzw. bis zur Küste im Westen. In der Mitte dieser kleinen Insel liegt die Kaiserstadt und in deren Mitte wiederum ist der kaiserliche Turm. Und den kann man von so ziemlich jedem Ort der Spielwelt aussehen, wenn es die Sichtweiteneinstellung und etwaige Gebirge dazwischen nicht verhindern. In Wahrheit kann das also nur eine Spielwelt von so, keine Ahnung, 30 Kilometer Radius um den Turm herum sein, aber was für eine Spielwelt und erstmals in 16:9 zu bewundern.
Zu Beginn versucht Kaiser Uriel Septim der Siebte mit seinen letzten Bladesleib-Wächtern vor einem Attentat zu fliehen. Er kommt durch meine Zelle, denn Elder Scrolls-Spiele beginnen irgendwie immer in einer Zelle. Er stirbt trotzdem und ich muss nun den einzigen Erben von ihm, der nicht mal davon weiß, finden und zu einer Gebirgsfestung der Blades bringen. Sein Name ist Martin. Er dient Akatosh in der Kapelle in Quatsch, südlich von hier. Ihr müsst sofort nach Quatsch gehen und ihn finden. Wenn der Feind von seiner Existenz weiß, was äußerst wahrscheinlich ist, dann ist er in schrecklicher Gefahr. Apropos der Feind, das ist dieses Mal der Dämonenprinz der Zerstörung, Maroons Dagon, der seine Heerscharen von Dämonen durch Oblivion Gates in unsere Welt schickt. Und diese Gates müssen wir betreten und dann quasi schließen, indem wir in solchen Oblivion-Türmen den letzten Raum erreichen. Manche Spieler werfen Oblivion vor, es habe eine viel zu kurze Hauptstory, da würde sich gar keine Handlung entwickeln, aber die gehen dann halt anders dran als ich. Ja, die Hauptstory an sich ist nur 6 oder 7 Stunden lang, aber man muss sich das halt so in Etappen einteilen. Der Erbe, den man da in der Festung untergebracht hat, ist ja erstmal sicher, also kann man sich die Zeit nehmen, die Welt zu erkunden, dort weitere Quests zu erfüllen, und dann passt das alles auch ganz gut zusammen und entwickelt wieder diesen typischen Elder Scrolls-Sog. Es hilft allerdings in beide Richtungen nicht, dass die meisten Gegner mitleveln. Das heißt nämlich beim Durchhasten, dass sie genauso schwach sind wie man selbst und besiegbar sind. Und auch daher wahrscheinlich der Vorwurf, man könne das ja kurz mal speedrunnen. Und umgekehrt finde ich es doof, wenn man spät im Spiel einem Vagabunden oder irgendeinem Goblin-Scharmützler begegnet und den nicht einfach weghauen kann, weil er mitgelevelt hat, und wenn man ihn dann nachher plündert, hat er irgendeine Titanium plus 15 Rüstung oder was immer der Loot-Generator so hergibt. Das hat meine Immersion schon ein bisschen beeinträchtigt, die aber trotzdem sehr, sehr hoch blieb. Schon bei der Charaktererstellung am Anfang fallen einige Erweiterungen im Vergleich zu den ersten drei Teilen auf. So wählt man sich ein Sternzeichen, das bestimmte Boni mit sich bringt übers ganze Spiel hinweg, und man kann auch eine genaue Klassenwahl vornehmen und man kann per Editor das eigene Aussehen ganz gut beeinflussen. Die Charakterprogression erfolgt ganz ähnlich wie beim Vorgänger, also vor allem durchs Tun. Und natürlich ist alles ein bisschen schöner geworden. Wo man streiten kann, ist die neue Menüstruktur und vor allem die viel zu kleine Karte. Also der Ausschnitt könnte größer sein. Es gibt keine Fullscreen-Map. Aber immerhin hat sie einen schönen Pergament-Look bekommen. Die Städte in Cyrodiil sind alle kulturell eigenständig und so von den umliegenden Provinzen beeinflusst. Zum Beispiel sieht man den Einfluss der Nords in Bruna oder dass in Schorol vor allem Bretonen leben, also an den Häusern, die sie bauen, und wer da natürlich auch rumläuft. Die Dungeons sind vielfältiger geworden, enthalten nun Fallen. Es gibt die Zwergenruinen, Dwemer-Ruinen mit vor allem sehr toller, aber auch unglaublich schwerer Ausrüstung und Mechanismen. Und nicht zu vergessen, man darf erstmals reiten in der Spielwelt. Und das Pferd kämpft sogar mit, hier gegen Wölfe. Also die Welt ist insgesamt doch deutlich komplexer, vielfältiger und dichter geworden. In Ordnung. Ein, wie ich finde, sehr schönes neues Feature ist, dass man NPCs jetzt überzeugen kann. Und zwar mit diesem Rad links oben, das 4 Optionen hat, wie prahlen, nötigen. Und indem ich über einen dieser Quadranten mit der Maus gehe, verändert sich die Mimik der Spielfigur in Echtzeit. Und da kann ich abschätzen, ob das die richtige Strategie ist und das Gespräch dann fortsetzen. Alles unter Zeitdruck natürlich. Und wenn ich eine Person mir gewogener mache, dann kriege ich eher Informationen oder kriege einen Rabatt beim Ein- und Verkauf. Seien es die buntere und komplexere Welt, die vielen neuen Features, die spannende Hintergrundgeschichte mit dem Kampf gegen die Daedras. Und auch wenn das nächste Spiel noch größer, noch toller aussehend und vielleicht auch in den Features noch besser war, eigentlich ist Oblivion so bislang mein Herzensserienteil. Aber jetzt geht's in den Norden, zu Skyrim, nach Himmelsrand. Es geht also in den hohen Norden von Tamriel, und auch wenn ich gerade eben erst sagte, dass Oblivion so mein Herzensserienteil ist, es ist unbestritten, dass Skyrim Teil 5
viele, viele Verbesserungen eingefügt hat. Unter anderem wurde die etwas kurze Hauptstory verlängert, das Problem der mitlevelten Gegner entschärft, das auch schon gedisste Charaktersystem, wo man das Gegenteil von dem machen musste, was man eigentlich steigern wollte, und, das hatte ich gar nicht erwähnt gerade, die doch recht schlechte deutsche Version verbessert. Und klar, kein Wunder, bei 5 Jahren Entwicklungsabstand, die Grafik war damals ein Fest und kann sich selbst 2023 noch sehen lassen. Hier ein Blick auf Weißhaupt bei Tag und bei Nacht. Und aus der Nähe, man kann nämlich zumindest außen sich dem Ganzen stufenlos nähern. Allerdings hat es Bethesda auch in diesem Serienteil nicht geschafft, Häuser zu betreten, ohne nachzuladen. Seid gegrüßt, Reisender. Während die ersten 4 Serienteile alle mit Kaiser Uriel Septim zu tun hatten, gibt es jetzt einen Zeitsprung von rund 200 Jahren und es hat sich einiges geändert. Das Kaiserreich ist schwächer geworden, Rebellionen drohen und uralte Drachen machen die Lande unsicher. Jahre vor der Handlung von Skyrim hat die Altmeri-Allianz, eine mächtige Hochelfen-Gruppierung, die mittlerweile mehrere ex-imperiale Provinzen kontrolliert, dem Kaiserreich einen Diktatfrieden aufgezwungen. Doch auch in Himmelsrand gärt es, die einheimischen Nordbegehren gegen das Imperium auf. Und wir sind mittendrin und können uns entscheiden, welche der beiden Seiten wir helfen. Den Sturmmänteln von Rebellenführer Ulfric oder doch der imperialen Garnison. Und diese ganzen Verwicklungen und natürlich spinnt auch die Altmeri-Allianz ihr sinistres Netz aus Intrigen. Das macht für mich den Reiz von Skyrim aus, neben der Grafik, der schönen Welt und natürlich nicht zuletzt der Drachen und der Worte der Macht, denn wir sind ein Dragonborn, ein Drachenabkömmling. Wer natürlich mit der Elder Scrolls-Serie schon bislang nichts anfangen konnte, wird auch mit Skyrim fremdeln, denn wiederum kriegt man nicht von A bis Z erzählt, wo man hin muss und eine durchgehende, stringente Story. Aber auch im Guten ist Skyrim ein echter Serienteil, denn es nimmt im Prinzip fast alle Features von früheren Teilen und vereint sie in sich. Dazu gehören zahlreiche Gilden und Fraktionen, mit denen man anbandeln kann und in denen man sich teils hocharbeiten kann. Dazu gehören zahlreiche Zaubersprüche, Gegnertypen, Dungeon-Typen, die vielleicht kreativsten Nebenquests aus der gesamten Serie oder das spaßige Schlösserknacken-Minispiel oder die neue Killcam bei besonders erfolgreichen Metzeleien. Dass man bei der ersten Nutzung einer neuen Schnellreiseroute tatsächlich den Weg abfahren darf per Kutsche, empfinde ich als immersionsfördernd, denn so schön vertikal die neue Welt von Himmelsrand ist, so riesengroß ist sie dann doch nicht, dass man das nicht laufend oder reitend erkunden könnte alles. Und wie schon erwähnt, das Mitleveln der Gegner gehört überwiegend der Vergangenheit an und die deutsche Version ist richtig gut gelungen, sowohl in den Texten als auch in der Sprachausgabe. Ein echtes Plus. Das gerade im Vorgänger noch sehr rigide Charaktersystem mit seinen Attributen und Major- und Minor-Attributen, das wurde komplett umgekrempelt. Zwar verdient man immer noch keine XP, sondern macht das bekannte Learning-by-Doing-Prinzip, aber man ist jetzt nicht mehr festgelegt auf die Klassen. Es gibt nur noch 3 Grundwerte und jeder kann im Prinzip alles lernen, je nachdem, wie man sich dann bei den Level-Ups entscheidet. Das heißt aber nicht, dass der RPG-Part leiden würde. Es gibt immer noch die verschiedenen Rassen, zum Beispiel sind Bretonen resistenter gegen Magie. Es gibt 18 Talente wie Einhand, Waffe oder Schleichen. Und darauf sattelt das Spiel dann nochmal fast 250 Fertigkeiten obendrauf. Ihr habt also genügend Gelegenheit, euch zu individualisieren. Was hingegen eine Qual ist, aus meiner Sicht, ist das neue Listeninventar. Und es ist kein Wunder, dass gerade auf PC viele Mods sich diesem
Unheil annehmen und das verbessern, weil man sucht sich wirklich zu Tode. Apropos PC und Co., wohl kein modernes Rollenspiel ist auf mehr Plattformen und in mehr Neuauflagen erschienen als Skyrim. Hier im Bild gerade die Switch-Fassung. Und es gibt auch eine gar nicht mal so schlechte VR-Variante, wo man dann aber doch den Zahn der Zeit der Grafik-Engine bemerkt und sich sehr wundert, wenn man ein mittelgroßes Fachwerkhäuslein betritt und innen drinnen puppt es sich dann als riesige Halle. Sehr gut gelungen finde ich die Überarbeitung des Action-Kampfsystems. Es besteht nämlich jetzt aus linker und rechter Hand, die man zum Beispiel links mit einem Zauberspruch und rechts mit einem Schwert belegen kann oder mit zwei Schwertern oder mit zwei Zaubersprüchen oder ein Schild. Und man setzt diese Hände quasi unabhängig voneinander ein und auch das unterstützt so diese variantenreiche, nicht mehr auf bestimmte Charakterklassen festgelegte Spielweise. Bevor ich jetzt doch noch auf Skyrim umschwenke mit meinem Lieblingsserienteil, ich bin gerade in Versuchung, noch ein kurzer Ausblick auf den sechsten Teil. 2018 erschien der bislang einzige kurze Trailer zu Elder Scrolls 6 und er wurde natürlich entsprechend analysiert und es deutet einiges darauf hin, dass er in Hochfels spielen könnte. Allerdings befindet sich der Titel laut Todd Howard erst in der Vorproduktion. Das heißt, bis wir diese Küste bewundern dürfen, werden noch Jahre vergehen. Ich hoffe, dieses kleine Video zur Seriengeschichte von Elder Scrolls hat euch gefallen und falls ihr das auf YouTube gerade anguckt, freuen wir uns sehr über ein Abo oder wenn ihr mal bei gamersglobal.de vorbeischaut, unserer Heimatbasis. Danke und bis zum nächsten Video.